Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich hatte ich heute auch wieder eine ganz andere Folge vorbereitet, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse wollte ich ein bisschen ummodeln, umdisponieren, denn es ist eigentlich sehr persönlich, aber ich will es trotzdem hier einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Gestern gab es einen Unfall und ein guter Kollege, ein Freund von mir, der im Prinzip zur Familie schon gehört hatte, ist ein bisschen verzwickt, das irgendwie zu erklären, mit dem ich auf jeden Fall aber trotzdem immer noch Kontakt hatte die ganze Zeit, wir auch wieder mehr machen wollten, ist gestern auf tragische Weise ums Leben gekommen, mit 20 Jahren. Und ich hatte schon mal den Fall, dass mein bester Freund, mein bester Bro einfach über Nacht weg war, mit 19 Jahren, Unfall, ums Leben gekommen, jetzt mit 20 Jahren der Nächste, also es... Man weiß nie, wann es soweit ist, Leute. Genießt euer Leben wirklich, ich muss es dazu sagen. Und nutzt jede Gelegenheit, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen, keine Ahnung, irgendwas. Guckt immer, dass ihr wirklich ausreichend Zeit mit euren Freunden verbringt, mit der Familie verbringt, mit den Leuten wirklich, die euch wichtig sind, dass ihr auf nichts verzichtet oder irgendwann bereut, irgendwelche Sachen nicht gemacht zu haben. Genießt euer Leben. Achtet immer drauf, dass ihr wirklich das Beste draus macht. Ihr wisst nie, wann es vorbei ist, ihr wisst nie, was sein kann, was der nächste Tag bringt. Und trotzdem möchte ich heute Abend aber einen Livestream machen, auch ein bisschen so zur Ablenkung, was vielleicht auch ganz gut ist, ein bisschen so unter den Leuten zu sein, auf andere Gedanken zu kommen. Das möchte ich heute schon mal, also jetzt schon mal ankündigen. Ich habe ja letztens meinen ersten Livestream gemacht. Heute Abend um 20 Uhr würde ich gern wieder mal einen Livestream machen. Wäre froh, wenn da ein paar Leute einschalten, da ein paar Leute dabei sind. Wir können ein bisschen quatschen über Pokémon, sonst was. Ihr könnt mir erzählen, irgendwelche Stories. Ihr könnt mir Fragen stellen, alles Mögliche. Wir werden uns wieder ein bisschen gemeinsam Sachen angucken. Ich habe wieder ein paar Sachen vorbereitet. Natürlich haben wir wieder einen Blick auch auf die Konkurrenz dabei. Ich habe schon gesehen, Hong hat wieder was hochgeladen, Spieletrain hat was hochgeladen. Ich habe mir das extra alles nicht angeguckt. Ich warte dann immer für den Livestream, gucke da zusammen rein mit euch. Ihr werdet viele Sachen sicherlich schon kennen, ich nicht. Ich will mir die mit euch angucken, meine Meinung dazu sagen, mir eine Meinung darüber bilden, so aktuelle Dinge. Denn bevor ich das da mache und dann nochmal darüber rede, gucke ich es gleich in dem Moment, wo ich darüber reden kann. Und werde die Zeit so eben ein bisschen nutzen, auch in der Runde mit euch zu sitzen, zu chillen, ein bisschen zu quatschen. Und trotzdem habe ich heute noch was vorbereitet, denn ihr wisst jetzt, die neuen Pokémon sind ja eingeführt worden. Und ich war ein bisschen farmen, habe auch ein paar Sonderbonbons investiert. Habe vorletzte Folge schon eins von den neuen Pokémon entwickelt, das Meistergriff, was ihr ja auch günstig entwickeln könnt, wenn ihr eben das tauscht. Und dann statt 200 Bonbons einfach nur direkt ohne Bonbons entwickeln könnt, wenn es ein getauschtes ist. Und wir haben ein anderes vorbereitet heute, das ist das Kiesling oder wie das heißt, mit IE. Kiesling auf jeden Fall hier, habe ich noch 4 Stück auf der Hand, alle über 1000 WP, Wetter geboostet, richtig hohes Level, richtig genial. Und das höchste habe ich mir mit einem Stern versehen. Habe jetzt 287 Bonbons, ich wusste nicht genau, wie viel ich brauche, aber ich denke mal, da wird es auch so sein, 50 für die erste Entwicklung, 200 für die zweite Entwicklung. Wir wollen uns heute die 2 Pokédex-Einträge holen, werden das jetzt einfach mal entwickeln. Kiesling zu, keine Ahnung, wie gesagt, ist ein neues Pokémon, ist angeblich sowas wie Kleinstein, wird also dann zu Georock. Dann zu Geobatz, hat auch ähnliche Moves, beziehungsweise kann dann auch Katapult, Steinkante. Müsste auch auf über 3000 WP kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Ein Sedimantur hat jetzt 1797. Und jetzt investieren wir nochmal 200 Bonbons da rein. Wir könnten das natürlich, hätten das auch fangen können, tauschen können von einem kleinen Account und dann das ohne Bonbons zu investieren, zu entwickeln. Ich möchte aber gerne mal auf dem normalen Weg entwickeln, mir die Pokédex-Einträge holen, denn bei dem anderen fehlt mir sogar der erste Eintrag noch, das Praktibalk habe ich noch nicht.
da ich ja nur mit dem kleinen Account geratet habe und auf dem großen fehlt mir der Eintrag komplett. Ich möchte aber eigentlich gar keine Raids davon machen. Jetzt müsste ich mir eigentlich also die kleinen tauschen und... Ach, egal. Ich tippe einfach hier drauf. Möchtest du Sedimantur entwickeln, die durch einen Tausch erhaltenen... Sedimantur, die durch einen Tausch erhalten werden, benötigen keine Bonbons zu entwickeln. Möchtest du Sedimantur trotzdem mit Bonbons entwickeln? Ja, das wollen wir machen. Und wir gucken uns an, was das wird. Ein richtig großer Kraftkoloss, Steinkoloss, wie auch immer. Der hat sicherlich auch einen richtig krassen Namen. Und sieht richtig heftig aus. Gut, sieht aus wie ein Berg. Aber ihr seht schon, wenn der angreift, dann färbt sich das Rote, diese roten Monokel, die der da hat, Brokkolos, färben sich und werden heller. Also sieht auf jeden Fall genial aus. Sieht so ähnlich aus wie das Terrakium, sieht so ähnlich aus wie eine Mischung aus Terrakium und Heatran. Nehmen wir mal so mit, vom Typ Gestein mit Katapult. Steinkante kann das auch. Ist zwar, glaube ich, nicht so krass wie Ramaidon und Despotar mit den Gesteinsattacken. Könnt ihr aber trotzdem mal entwickeln, dass wir das hier auch haben im Pokédex. Da könnt ihr euch auch eine Armee ranzüchten, natürlich auf die billige Art und Weise, wenn ihr das eben rübertauscht und dann entwickelt. Das könnt ihr aber auch mit Geowatz selber machen. Und das finde ich eigentlich gut, denn wenn ihr einen Glückstausch oder so macht und habt dann eins mit relativ guten IV, könnt ihr, genau wie bei ihm, es einfach rübertauschen oder mit Freunden tauschen. Ihr sagt dann, hey komm, wir beide tauschen da ein paar Kiesling, wir haben beide einen Lucky, jetzt können wir das mit 50 komplett bis zum Ende entwickeln, statt 250, habt gute IV, wenn ihr ein hochleveliges gleich habt, was ihr tauscht bei einem Glückstausch oder Normaltausch, habt ihr natürlich auch gleich eins mit richtig guten WP. IVs sind ja nicht alles, IV machen am Ende gar nicht so viel aus, wie wir alle wissen. Gönnt euch also eine fette Brokkolos-Armee und ja, sagt mal, wie ihr das Pokémon findet, wie ihr generell die neuen Pokémon findet von der neuen Generation und welche ihr euch schon gegönnt habt, welche ihr euch schon geholt habt, welche noch ausstehen, schreibt es mal in die Kommentare. Und heute Abend 20 Uhr sehen wir uns hoffentlich im Livestream wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hashtag Chill mit Ramses. Das Format mit Livestream, mit allem drum und dran. Wird wieder eine gemütliche Runde. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend, denke ich mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.